sind schon überall die Köpfe. Er kommt doch her, er kommt. Noch einen kleinen Tank hier. Einmal. Autsch. Wo meine Gole hier? Also wirklich. Das muss ja nun nicht sein. Und kommt jetzt gleich die nächste Kopf. Na? Na? Ach, da ist noch einer, okay. Da musst du wohl sterben. Hatte ich gar nicht gesehen. Er war sowas von unauffällig. So, den nächsten Kopf hier vernichten. Autsch. Du kannst doch nicht mich einfach hier so mal draufhauen. Geht doch nicht. Friss meine Gule. Nee, lass am Leben, aber kämpf gegen sie. So, den hätten wir. Da kriege ich voll schon wieder das Level ab. Das gefällt mir. Autsch. Ja, ausweichen ist nicht meine Stärke. Als Movement-Produkt. So, welcher wird jetzt aktiv? Der da, okay. Autsch. So, jetzt habe ich ihn endlich im Visier. Ich weiß ja nicht. Die machen wahrscheinlich viel Schaden, wenn sie dann mal dazu kommen. Aber sie kommen ja nie dazu. Autsch. Daneben hauen kann ich auch sehr gut. Also das ist ja so ein Hobby von mir, immer daneben hauen, bloß nichts treffen, weil das wäre ja eventuell fatal. Also die Sense nehmen wir mal mit. Jetzt stirb. Danke. Der nächste hier. Yay, Stufe aufgestiegen. Und geht tot. Geht tot. Wieso hat er gerade keinen Schaden? Hat er da so ein Schutzschild gehabt oder was? So. So viele Köpfe müssten das gar nicht mehr sein, ne? Ja, dann kommt wahrscheinlich so ein etwas stärkerer Gegner. Ja gut, dann ist es halt nicht möglich. Ach ja, jetzt ist hier Rambazamba, ja? Na, dann mache ich auch hier Rambazamba. Die tot und dämlicher mechanischer Dings hier. So. Ja, den Kopf, den lasse ich jetzt mal außen vor, weil... Ach, du große Kuhle. Kuhle. Immer die Kuhle rufen, immer die Kuhle rufen, immer ausweichen. Geh doch einfach tot, danke. Hier mal den Kopf an hier, danke. So, hey. So, war's das jetzt? Nein, da ist noch okay. Da liegt noch eine Sense. Bessere besessene Glyphe, okay. Scheint aber auch nicht so gut zu sein. Haben wir es jetzt? Natürlich nicht. Drücken Sie Dings um Verbesserungsoptionen bei der Auswahl einer besonderen Waffe und Gegenstände an Sie zu verfüttern. Okay. Gewalt vom Karking, das kann ich ja auch benutzen. Ah ne, die habe ich ja.
Ey, geh mal zurück. Aha, okay. Frontschalter, okay. So, die besessene Gliefe, wo ist denn die? Wo ist denn jetzt die besessene Gliefe? Ach, hier. Okay, und da kann ich jetzt Gegenstände dran verfüttern. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass man Waffen aufbessern kann. Die Frage ist halt nur, wie... Ach da, verbessern, okay. Geht das auch mit den hier? Ja, und mit den hier? Gewalt von Karkinos? Nein. Also geht das nur mit den orangenen Gegenständen, okay. Verfüttern wir hier mal so ein paar grüne Dinger, die wir eh nicht brauchen. Ah, jetzt ist es eine Stufe aufgestiegen, die Waffe, und da kann man jetzt ein paar Werte verbessern. Schockschaden, Durchschlagschaden, Schockschaden, okay. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Verbessern. Ja, opfern wir hier mal diese ganzen orangen Gegenstände. Die ja eh keiner braucht. Zuerst legen wir hier mal das wieder an, damit wir die nicht versehentlich vernichten. Ja, die grauen, also die weißen Gegenstände kann ich auch opfern dafür, das finde ich gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und das ist nochmal eine Stufe aufgestiegen, sehr schön. Verteidigung, Gesundheit, Gesundheit ist gut. So, verbessern. Alles opfern hier. Das wird jetzt hier voll die Megawaffe. Hoffe ich doch. Ach shit, jetzt habe ich den Dings übersehen. Naja, was soll's. Das wird schon. Ah, es gibt maximal 5 Stufen, in die es aufsteigen kann, sehe ich. Okay. So, und das macht jetzt wesentlich mehr Schaden und sowas. Und die legen wir jetzt mal dafür an. Mal sehen, wie gut das dann tatsächlich das Spiel ist. Das ist ein bisschen langsam, aber es war halt der Hammer auch. Von daher nicht weiter schlimm. Geh weg hier. Den Trank benutzen, danke. Mal den Kopf hier vernichten, wenn er kein Schutzschild mehr hat. So, jetzt. So, öffnen wir den schon mal beiseite. Müssen wir nur noch lernen auszuweichen, immer noch. Autsch. Das ist meine Bohle. Ich hätte jetzt auch eigentlich eben mal die Dings auffrischen können, die Levelpunkte vergeben. Skillpunkte. Aber nein. Stattdessen muss ich mich hier vermöbeln lassen. 2 solche Viecher. Oh, wie soll ich denn den ausweichen? Ich zumindest. Was anderes können, das weiß ich, aber ich kann sowas ja nicht. Geh doch jetzt einfach tot, bitte. Danke. Du auch. Friss meine Sense hier. So, was haben wir hier? Wir haben besessene Armklingen. Die sammle ich jetzt erstmal hier alles ein. Magie plus 3, plus 8 und Zorn kosten minus 3%. Das finde ich sehr gut. Armklingen, ja. Wir haben jetzt erstmal was aufgebessert. Gucken wir mal. Nee, das war die falsche Taste. Ich lerne das noch irgendwann. Bestimmt. Oder auch eher nicht. So. Das macht halt... Boah, ist eigentlich besser als das, was wir haben hier, ne? Jo. Anlegen. So. Dann Skillpunkte hier. Ja, machen wir hier mal mit den Ghoulen, dass die halt besser sind. Na, gucken wir mal.
Erstmal öffnen wir hier jetzt die Truhe. Da liegen Schuhe. Mitnehmen. Kann man wiederverwerten. So. Und hier auch alles aufsammeln. Alles, alles. Auch wenn es kacke ist. Wo komme ich jetzt von hier her? Nein. Dann kann ich hier getrost weitergehen. Ja, gehen wir erstmal hier lang, weil da ist anscheinend abgeschlossen. Nein! Oh. Ja, man sollte schon hingucken, wo man langläuft, nicht wahr? So. Und nun? Ist da was? Das hätte ich jetzt fast übersehen, wenn ich weitergelaufen wäre. Zum Glück tue ich das nur selten. Was ist das? Okay, nix. Ist auch nix. Dann sollte auch irgendwo eine Truhe geben. Erstmal hier wieder hochspringen. Springen, danke. So, muss man auf die andere Seite da zu der Truhe hin. Aber da kommen wir wahrscheinlich erst von woanders dann hin. Wie ich das richtig sehe auf der Karte. Erstmal die Truhe öffnen, dann von Wespen angreifen lassen, ne? Genau. Geht doch tot, ihr dämlichen Wespen. Was ist denn das hier für ein nettes Konstrukt? Ein Gesellenkompass. Einer der verlorenen Gegenstände. Wenn man sich verlaufen hat oder nach Wundern sucht, führt dieser Kompass einen in die richtige Richtung. Yay, das ist doch super. Toll. So, jetzt öffne ich hier mal. Danke. Und dann nehmen wir das auch mal. Nicht mehr hier mal eben diese paar Wespen und gehen einfach weiter. Gucken wir uns kurz hier um. Hier gibt es den Wächter. Gibt es jede Menge Zeug, wo bestimmt nichts drin ist. Außer ein bisschen Gold. Ich habe irgendwie das Gefühl, so Gold braucht man hier in dem Spiel echt wenig. Ich kann mich da aber auch üben. Wahrscheinlich kommt das erst noch. Mal, was machen wir jetzt hier mit dem Golem? Stellen wir uns wahrscheinlich hier einfach auf diesen Fahrstuhl. Und dann müssen wir den trotzdem noch aktivieren. Aber wie? Gucken, 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 gucken. Es zuckt gerade ein kleines bisschen. Ich verstehe nicht warum. Aber wie immer, ich sage immer, ich verstehe nicht warum. Ach ja, da kann ich hoch. Ist schon gut. Kann ich da oben hoch. So, und dann soll ich da rüber. Okay. Hier nochmal. Da nochmal. Geht doch. Und dann haben wir da noch einen Golem. Aha. Dann schieben wir den da erstmal in die Kuhle rein. Damit wir den anderen Golem den Fahrstuhl hoch befördern können. Weil wir brauchen bestimmt zwei, so wie ich das hier sehe. Nee, bleibt da. Bleibt da brav. So. Nehmen wir den an uns. Na los, geht, geht hoch, danke. Aber Kohle. Aber hier in das Loch. Ey, du sollst da drin bleiben? Warum geht denn einfach so raus? Ich habe diesmal nicht gelenkt, wie sonst immer. So. Dann gucken wir mal kurz, was es hier noch so alles gibt. Nehmen wir noch mal so eine Kohle. Für den brauchen wir nämlich den anderen Golem. Und dann können wir da rüber. Oder wir müssen mit dem Golem erstmal hier weiter. Wir testen mal.
Einfach mal austesten. Auf hier auf den neuen Typen hier. Da gucken wir hier mal ums Eck. Einfach so, das kann. Da ist auch irgendwas drin. Und hier. Das mal zerstören. Genau. Das öffnet sich nicht, weil das wäre dann quasi über die andere Tür gemacht worden. Aber was soll's, das machen wir jetzt nicht. Gehen jetzt hier einfach mal rüber. Dann gehen wir links durch die Tür. So. Aber hier geht's jetzt nicht weiter. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den anderen Golem holen. Auch gut. Nein, was macht er denn? Aber da war eine Truhe, die ich gesehen habe. Ja, die habe ich gesehen. Und nochmal und nochmal und hier runter, bitte. Ja, so, so ist gut. Na, gucken wir mal, was befindet sich denn in dieser Truhe? Laupenschrott. War ja klar. So, dann springen wir noch rüber. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So, komm mal her, du Golem. Komm her. So, dann gehen wir mit dir mal in das nächste Loch, ne? Ja. Bist du braver Golem, ne? Ein ganz braver. Ja. Und rein. So. Und jetzt können wir da endlich durch die Tür. Mal schauen. Im Moment hat es aufgehört, so mit dem starken Zucken. Ach, schöne Aussicht. Das mag ich doch. Wasserfälle, Berge. Ich finde es aber schön. Ja, und jetzt hier so ein riesengroßer Hindernisparcours, ja. Mit Gegnern, natürlich, wie denn auch sonst. Gegner müssen immer beim Hindernisparcours mit drin sein. Immer. Anders geht das gar nicht. Na los, stirb. Sehr schön. So, wir müssen jetzt hier lang und da irgendwie runter, richtig zielen, genau. Dann springen wir den nächsten Balken, den nächsten und den nächsten. Ist schon die Platte, okay. So, dann gucken wir mal, gucken. Da um die Ecke ist dann der Dings, okay. So ein Pfeiler, mit dem wir dann uns weiter bewegen können. Macht aber gefährliche Sachen hier.